Hallihallo, live aus dem Golem Headquarters melden sich Olli und Michael zum Auspacken der Xbox One X in einem wunderschönen braunen Karton. Die Adresse biegen wir einmal nach hier hin. Genau, Olli, du hast die große. Warte mal, was ist das denn? Das ist ja nicht die Xbox, oder? Was haben wir denn da noch mit im Karton? Da wurde uns noch was dazu geschickt. Sieht mir aus wie eine stinknormale Festplatte. Ja, 2 Terabyte. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach nur eine 2,5 Zoll HDD ist, die man eben halt direkt an die Xbox anschließen kann, um dort eben zusätzlich Spiele zu installieren und so weiter. Naja, und mit Werbung für mit Game Pass. Ganz genau. Diesen neuen Streaming-Service. Sehr schön. Und dieser, das wird jetzt gut knistern. Ja. Ist das die neue PlayStation? Das ist die neue PlayStation-Variante von Microsoft, die Xbox One X heißt. Gebrandet. Ja. Weg damit. Hier haben wir zum Vergleich schon mal die alte und das ganz, ganz alte Modell, um genau zu sein. Die Xbox One S holen wir später im Test natürlich auch noch zum Vergleich, aber jetzt ist es erstmal nur die ganz alte Xbox One. Ach, das ist ja nett. Schön Design von innen mit einem Anschreiben an die Tester. Was haben wir da? Hier haben wir wahrscheinlich das Handbuch. Mhm. Das ist aber nicht bei jedem dabei. Das scheint auch wieder wahrscheinlich Presse zu sein. Ja. Um aufzuklären, das war gerade ein interessantes Ding. Ja. Ich gehe da nochmal hin. Da waren, glaube ich, die Spiele, die jetzt mit Xbox One besser laufen zum Start. Das ist einmal Madden, Gears of War, Minecraft, Shadow of War, Tomb Raider und Assassin's Creed Origins. Ja, Forza sowieso. Klar, genau. Die Konsole erlaubt dann ja jetzt 4K nativ und HDR. Ja, aha. Oh, das ist ja auch nett. Die haben uns Planet Earth 2 mit reingemacht, weil die kannst du ja jetzt, also HDR Blu-rays kannst du abspielen in der neuen Xbox. Ah, okay. Und das ging in der alten, in der ganz alten zumindest nicht, in der S-Variante ging das auch schon, aber nicht in 4K. Das geht erst jetzt. Vorausgesetzt, man hat einen 4K-Fernseher. Richtig. Was kann die Tolles Neues? Was kann die Tolles Neues? Genau, also zum einen habe ich gerade schon gesagt, einmal 4K, da haben wir es auch, wenn wir hier drauf gehen. 4K Blu-ray, 4K Ultra HD und HDR. Und in dieser Kombination kann das nur die ganz neue Xbox. Auch die PlayStation 4 Pro kann nicht diese 4K HDR Blu-rays, Ultra HDR Blu-rays abspielen. Jetzt kommt hier der kommen die Waffen bei Golem zum Einsatz. Denn wir wollen es ja möglichst sauber. Ja, aber den Karton nochmal. Genau. Zack. Vielleicht können wir ein paar Leute enttäuschen, die alle die gleiche Frage stellen. Ja. Wann wir sie an Sie schicken werden? Ach so. Naja, also die wird jetzt erstmal in unserem Testlabor eine Weile sein. Morgen sind wir nochmal live, wenn wir sie das erste Mal anschalten, mit euch gerne, am Nachmittag. Wir werden die genaue Zeit noch veröffentlichen. Aber erstmal bleibt die bei uns zum Test. Der Test soll nächste Woche anfangen, nächste Woche spätestens erscheinen. Oh, aber das ist ja nett. Zubehör, HDMI-Kabel. HDMI-Kabel. Schon mal nicht schlecht. Da, wenn das dabei ist. Gut, was da vielleicht eine kleine Info, man braucht kein neues HDMI-Kabel, nur ein HDMI-Kabel, das halt dieses 2,0A ist das, glaube ich. Ja, theoretisch, genau, um halt 4K darzustellen zu können, braucht man natürlich auch. Jetzt kommt die passende Frage dazu, ist der Controller auch anders? Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich packen gerade den Controller aus, einen Moment. Und es sieht stark nicht danach aus, oder? Standard-Controller. Ganz normaler schwarzer Xbox One S-Controller, der, glaube ich, dann zumindest aber schon den neuen Standard haben sollte, wenn man ihn auch am PC verwenden möchte. Das heißt, diese neueren Xbox One S-Controller kannst du ohne Dongle mit deinem PC über Bluetooth verbinden. Und die alten, hier bei diesem hier, da ging das noch nicht. Und der Elite-Controller, der hier bei diesem Bundle dabei war, auch der lässt sich nicht ohne Dongle mit dem PC verbinden. Aber das nur ein kleiner. Da möchte ich hinzufügen, unter Windows 7 funktioniert das noch nicht mit dem Bluetooth. Das habe ich selbst schon mal ausprobiert. Erst mit Windows 10. Das geht leider nur mit Windows 10. Also schöner Controller plus Batterien, auch ganz gut, wichtig. So, was haben wir da jetzt? So, jetzt wird es erstmal interessant. Oh, jetzt wird es ernst. Hier haben wir, ach ja, genau. Das sieht mir aus wie eine Mitgliedschaft für. Das ist einfach nur Werbeflyer. Werbeflyer. Xbox
Gold-Account ist ja eh dabei. Wollt ihr zwischendurch noch was sagen, wann sie released wird? Ja, ich glaube, sie kommt am 7. November auf den Markt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Ich glaube, das stimmt. Ja. Ja. Es gibt noch eine Glaubensfrage. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr darauf antworten solltet. Was bevorzugt ihr privat? PS4 oder Xbox? Ich bevorzuge den direkten Vergleich und beide zu haben. Das ist, gehört A, zu meinem Job und B, macht Spaß. Und du, Olli, was findest du am besten? Wenn ich ehrlich bin, ich bin eigentlich ein eingefleischter PC-Spieler. Mhm. Und habe halt höchstens viele Nintendo-Konsolen benutze ich. Ich habe zum Beispiel noch nicht die Switch, die würde ich mir auf jeden Fall vielleicht noch holen. Wegen aber der vielen exklusiven Spiele auch. Ganz, oder? Genau, richtig, ja. Ja. Und die Xbox und die PS4, die habe ich bisher sehr wenig benutzt. Und ich bin auch wirklich schön mit einem Controller. Also. Ich meine, du bist mit der neuen Xbox ja näher dran denn je an einem PC. Wenn man so denn, möchte. Ja. Die kann zum Beispiel auch ganz cooles Feature, fand ich, ist mir gestern aufgefallen, Ultra-Widescreen-Auflösungen ausgeben. Also du kannst sie an PC-Monitoren verwenden, RGB voller Bereich oder HDR halt und dann halt auch Ultra-Wide. Also in dem Fall dann 21:9, 32:9? 21:9. 21:9, ja. So, jetzt wird sie nackig gemacht. Ja. Aber schön verpackt auf jeden Fall. Wie schwer ist es denn? Da würde mich interessieren. Also das ist schon relativ schwer. Ich würde fast sagen so 3 Kilo. Mindestens. Ja. Deutlich mehr müssten das sein. Ja, aber es ist, glaube ich, leichter. Nimm die mal zum Vergleich. Welche ist schwerer? Ja, also die Xbox One S ist ein bisschen schwerer. Ich glaube auch, weil halt hier das Netzteil integriert ist. Xbox One X ist schwerer. Aber nicht merkbar schwerer. Also war kompakter auf jeden Fall, wenn man das hier schon sieht. Ist ja deutlich kleiner. Siehst du auch die kleinste Xbox, die jetzt von der aktuellen Generation auf dem Markt sein wird. Die ist noch kleiner als die Xbox One S. Noch kleiner? Mensch. Oh, guck mal, verkehrt. Oh, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich das schon echt schön finde, das Teil. Das ist unten. Das ist oben? Okay. Man kann es nicht auf den ersten Blick erkennen, tatsächlich. Ja. Ah ja. So. Das sind jetzt beide. Mach's einmal gerade von vorne. So? Ne, ganz symmetrisch. So? Wir sehen hier jetzt ein dezent ähnliches Design wie bei der PlayStation auch mal, dass das hier noch diese kleine Kante ist. Mhm. Das ist also neu. Dann ist das Lüftungsdesign anders. Das sieht man ja bei der alten, wenn du sie noch einmal anhebst, netterweise. Da sieht man, hier war ja die Lüftung, ging nach oben raus und auch zu den Seiten. Deswegen konnte die alte nicht vertikal stehen, das ging nicht, weil dann Lüftungsschlitze unten nicht mehr genutzt werden konnten. Das dürfte hier jetzt anders sein. Die kann man. Aber ich muss sagen, also ich denke, man kann sie vielleicht so hinstellen. Ja. Das Problem ist, dass unten auch Lüftungsschlitze sind. Also hier sind überall an der Seite, kann man reingucken. Mhm. Hinten wäre Quatsch, weil da ja die Anschlüsse... Aber die Anschlüsse sind interessant. Vielleicht können wir die einmal durchgehen. Wir haben also Strom-integriertes Netzteil. Du kannst gerne weitermachen. Wir haben hier zweimal HDMI. Ja. Einmal in, einmal out. Dann haben wir zweimal, sieht mir aus wie USB 3.0 SS. Ja, Speed, stimmt. Genau, dann haben wir hier, was ist das, Infrarot? Gute Frage. Ja, IR-Out. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur Audio ist. Und dann nochmal optisch. Ja. Und RJ45. Jawohl. Für Netzwerk. Kein dedizierter Knopf oder Anschluss für Kinect mehr. Nee. Die jetzt auch nicht mehr hergestellt wird. Ach, Kinect haben sie komplett... Kinect haben sie jetzt ganz platt gemacht. Das ist schade. Ich fand das ein interessantes Konzept. Leider hat das halt niemand gekauft. Außer den Doktoren, die sehr medizinisch benutzen. Benutzen. Genau, aber an sich könnte man das theoretisch... Boah, ist die schwer. Darf ich dir einmal das Handy geben? Natürlich. Frage. Ja. Wie sieht es mit VR aus? Welche Brillen werden unterstützt? Am Anfang tatsächlich noch gar keine Brille, die jetzt direkt unterstützt wird. Man hat ja auf einer Pressekonferenz von Microsoft schon mal gehört und gesehen, dass sie Oculus unterstützen wollen. Das wird allerdings ist noch undefiniert, wann das wirklich losgeht. Mhm. Also Headsets funktionieren damit erstmal nicht. Und hier finde ich noch interessant, hier haben wir den Sync-Knopf zum Controller. Das hier ist der dabei war, ne? Genau, der schwarze. Da ist der Sync-Knopf. Vorne haben wir noch einen USB-Slot und hier darfst du schon das erste Mal abpeelen, wenn du willst. Oh, voll schön. Das ist immer das Beste. Oh, oh yes. Nice.
abziehen. Merkt noch jemand, dass die Kinect per Adapter anschließt? Per Adapter, genau. Per USB-Adapter kann man sie noch anschließen, aber der proprietäre Anschluss, der bei der alten Xbox dran ist, vielleicht können wir das hier gleich mal zeigen, hier mit dem Kinect auch noch dran, das geht nicht mehr. Huch. Dann noch die ganz wichtige Frage, was denn auf dem hässlichen Warnungsaufkleber auf der Vorderseite steht. Ah ja. Auf diesen. Ganz wichtig, diese Frage. Offensichtlich, das wissen wir, das müssen wir unbedingt ins Testfazit schreiben. Do not move console without first removing any disk inside. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Hinweis für Menschen, die noch nicht so den Umgang mit Konsolen gewohnt sind. Man zerkratzt die CDs, die DVDs, die Blu-rays, wenn man sie im Betrieb, während sie gedreht werden, quasi von vertikal auf hochkant wechselt. Genau, das ist natürlich die... Leider die optische, die Lasertechnik, optische Technik ist natürlich schuld, dass wahrscheinlich, ja, ist natürlich noch relativ alt. Ja, das kann dir nicht passieren, wenn auf der HDD alles installiert ist. Ja. Guck, wenn wir hier dabei sind, dann lassen wir uns auch noch dieses weiße Teil ausmachen. Die sieht mit einer weißen Xbox, sehe die natürlich sehr viel schöner aus, wie da hinten. Da sehen wir auch die Xbox One S mal jetzt noch im Vergleich. Die Xbox One S, wo liegt die? Das ist die hier. Ah, die hier, genau, dem, ja, die weiße. Ja. Da passt diese Festplatte deutlich besser zu. Ich guck mal kurz, damit nicht, dass ich hier irgendwas kaputt schneide. Einfach durchs Kabel durch. Ja, genau. Wo kommt die Disk rein? Die Disk, das sieht aus, als würde sie hier unten, ist ein bisschen versteckt. Aber hier ist, glaube ich, der Diskschlitz. Ah ja, und hier haben wir auch nochmal das Laufwerk, genau. Infrarot für Fernbedienung und all das. Das ist ja auch irre, das ist deutlicher. Die erste Frage, schon beantwortet, nämlich, wo kommt die Disk rein? Ah, und ja. Dann, öffnen mit Touch dürfen wir erst morgen zeigen, weil sie darf heute nur im unaktivierten Zustand gezeigt werden, diese Konsole. Mhm. Aber, wie gesagt, morgen machen wir noch einen Livestream und dann werdet ihr sehen. Darf man sagen, was man vermutet? Also ich denke mal, das hier, wird hier das mit hier dem physikalischen Knopf. Also das hier Knopf sieht aus, oder? Wie ein Knopf hier, dieses... Das ist, glaube ich, ist das einfach nur die LED? Das ist, glaube ich, ach, oder ist nur Infrarot. Das kann es auch gibt sein. Ja Xbox-Fernbedienungen, ja. Und dann braucht das ja auch so einen Anschluss. Dann bin ich mir nicht sicher. Das hier ist, wie gesagt, der Sync-Knopf. Ja. Und das hier sieht mir aus wie der... ich will die Disk wieder haben. Genau. Das war früher ja dieser sehr, sehr... Oh, mit einer Hand echt schwierig. Bei der alten hatte man hier dieses Touchscreen, über das man das gemacht hat. Oder dieses Touch-Interface. Und dann kam die Disk raus. Mhm. Wann geht's morgen los? Das ist eine gute Frage, wann geht's morgen los? Wir wissen es noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall am Nachmittag. Es wird vor 15 Uhr nicht sein und auf jeden Fall Golem folgen auf Twitter und Facebook, um das genaue Datum und die genaue Uhrzeit für den Livestream morgen zu erfahren. Wir werden das so früh wie möglich kundtun. Genau. Was hat die für HW verbaut? Was hat die für Hardware verbaut? Also wenn du, vielleicht steht es da in dem Büchlein, die habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Sie ist auf jeden Fall mehr als viermal so schnell an Gigaflops. Da müsste theoretisch eine neue, wahrscheinlich eine neue Grafik einbauen, oder? Das andere? Genau, es ist eine das sehr viel schnellere Grafikkarte drin. Du hattest am Anfang so ein schönes Büchlein. Ach, das große, weißt du? Meinst du? Genau, das große. Da sieht man mal, das ist gar nicht so viel besser, wenn man so viel Kram kriegt. Dann findet man nämlich nichts wieder. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das da nicht drin steht. Aber mal gucken. Gucken wir mal. Hier sehen wir noch schöne Bilder von der Fertigung. Aber wer sich für die genauen Specs interessiert, die sind in unserem Xbox One Artikel auf der Seite natürlich alle genau erklärt. Und hier sieht man es tatsächlich. Bietet 40% mehr Leistung, habe ich ja so eben Quatsch erzählt, als jede andere Konsole. Eine Grafikleistung von 6 Teraflops, 12 GB DDR5 Speicher und eine mit 2,3 GHz getakterte CPU mit 8 Kernen. Und das erlaubt halt die... Dann das war bei der Xbox One, war das, glaube ich, ein AMD-Prozessor, soweit ich weiß, der da verbaut wird. Also wird es wahrscheinlich sich nicht ändern. Mhm. Genau. Hier sehen wir auch noch, die Spiele sind alle kompatibel, die alten. Und ganz neu sind ja auch ein paar ganz, ganz alte Xbox-Spiele kompatibel, die dann wieder auf 4K hochgerechnet werden und auf der normalen Xbox nur auf 1080p. Ach, machen Sie jetzt... eifern sie ein wenig Nintendo nach, ja, sozusagen mit Retro-Spielen, die sie halt, beispielsweise Halo 1, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man das... Halo ist hier auf der Master Chief Collection dabei, aber allgemein ist das das richtige Konzept, was du sagst. Okay. Wir haben eine Frage. Sind auf der Oberfläche kleine Löcher oder ist die glatt? Da schauen wir nochmal genau nach, das sieht sehr glatt aus. Ja. Und zwar extrem glatt. Ein schönes so matt Plastik. Schwarzes Plastik. Schwarzes Plastik. Genau. Es gibt ja eine Special Edition,
Wer die rechtzeitig bestellt hat über den Microsoft Shop, die sieht ein bisschen anders aus, ist diese Day One oder keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall so eine grüne Laser Brandmarkung noch vorne drauf, die fehlt jetzt hier. Das ist ein komplett schwarzer Plastikbomber, der jetzt in der normalen Version bis vorliegt. Auf das hier, das sieht... Das ist perforital Kompluft. Ist Luft das auch Plastik oder Alu? Aber ist, glaube ich, auch Plastik, wa? Ja. Das könnte Alu sein. Ja, 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 deswegen. Also es fühlt sich... Es ist zwar Kunststoff, aber es fühlt sich trotzdem gut an, das Teil. Also es ist nicht billig oder so. Mhm. Wie zum Beispiel hier, also das ist halt wirklich richtig lächerlich teilweise. Das war, ja, war das also, klapprig und ganz schlimm, genau. Fand ich ja bei der Xbox, das Netzteil von der Xbox One, die surrt permanent. Wenn das am Strom ist und verbunden ist, surrt dieses Netzteil permanent. Und da bin ich halt gespannt, das werden wir im Test sicher evaluieren, ob die neue mit dem internen Netzteil dieses Surren nicht mehr hat. Genau. Es kam die Rede auf die zufällig mitgefilmten alten Spiele. Suchen wir noch Fachleute? Also wir haben einige von den jetzt verfügbaren Titeln schon getestet und auch das werden wir machen. Also wenn wir irgendein Spiel nicht mehr haben sollten, dann werden wir sicher auf unsere Nutzer auch zurückkommen. Wenn die in der Nähe leben, können die gerne vorbeikommen und uns helfen. Kann man abschätzen, was ein vergleichbarer PC kosten würde, der mit der Xbox? Oh, das ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage, ja, weil 4K, was wird der in 4K schaffen? Ich denke mal 30 Frames pro Sekunde. Das wäre ja das Minimum. Das kriegst du ja auf jeden Fall locker hin. Aber die Konsole verspricht ja zumindest bei manchen Titeln wie Forza sogar 4K 60. Ja. Also 60 Bilder pro Sekunde. Und das mit der PC-Version, da brauchst du schon einen härteren PC. Also eher so 1000 Euro kommt das dann schon mindestens ran. Also ich glaube, wenn man einen AMD Ryzen Prozessor nimmt, ja, das stimmt. Also bei AMD beispielsweise bleibt, die sind ja nochmal meistens ein wenig schneller getaktet, mhm, als die in den Konsolen verbaut sind. Und ich würde sagen, dann baut man eine Mittelklasse-Grafikkarte wie beispielsweise eine GTX 1060. Nee, eine 1070 GTX 1050 musst du mindestens, um hier gleichwertig sein, musst du mindestens eine 70er sein. Aber wenn du, also es ist halt die Frage, wie du deine Spiele spielen willst, weil viele Spiele werden ja von den Details her trotzdem niedriger sein als ein PC-Spiel. Beispielsweise weniger Anti-Aliasing oder halt weniger Effekte, weniger Partikel und so weiter. Das wird es ja auch gerade sein, was wir im Test dann jetzt rauskriegen wollen. Wie sehen die Spiele im Vergleich von der PC-Version aus? Also da wollen wir im Vergleich auf jeden Fall Assassin's Creed Origins, Forza 7 zeigen, um zu gucken, ist das jetzt auf dem höchsten Top-Niveau von der PC-Version oder liegt es doch noch drunter? Also das Maximum wird man am Ende nie erreichen. Man kann mit PCs, mit Grafikkarten zusammengeschaltet immer am Ende mehr machen. Aber das hat schon die Leistung eines sehr, sehr teuren PCs. Ich würde sagen, so mindestens so 800 Euro sollte man schon rechnen. Ja. Ja, 700, 800 Euro kommt hin. So, haben wir noch ein paar Fragen. Ich denke, für eine haben wir noch Zeit. Keine Frage. Aber nichts mehr. Dann hoffe ich, dass alle zusehen, wenn wir sie morgen anschalten. Und dann verabschieden sich in diesem Moment Olli und Michael. Ciao, bis morgen.